Der Wasserturm am Stadteingang Römerstraße. Die Friedrichstraße, heute Große Ruhrstraße, mit Blick auf das Landratsamt. Das Bürgermeisterhaus und noch einmal das Landratsamt am Schwanenteich. Spiegelung im Stadtteich. Der Musikpavillon. Die untere Kölnstraße, rechts die Bayerstraße. Ein Blick links auf den Kirchplatz. Die Jesuitenkirche. Die evangelische Kirche. Der Elbach. Am Schlossplatz. Der Südeingang zur Zitadelle. Das Denkmal auf der Wilhelmusbastion. An der Künette im Wahlgraben. Das Südportal des Schlosses in der Zitadelle. Ein Blick in den Schlosshof. Die Sonnenuhr an der Südfassade des Schlosses. Die Ostfassade der Schlosskapelle. Die damals dreigeschossige Ostfassade. Am Schlossplatz.
das Römergrab. Das alte Kino an der Schlossstraße. In der Stiftsherrnstraße. Die Sakristei der Propsteikirche. Und das Hauptportal der Propsteikirche. Noch einmal die Kirchgasse. An der oberen Marktstraße. Das Rathausportal und das Stadtwappen. Der Rathausturm. Der Herzog und sein Baumeister. Wandgemälde von Peter Plum von 1929. Der Lazarusbruder. Die Sepulchriner Straße, rechts Ecke Marktstraße. Eine Elbachbrücke an der Promenadenstraße. Die Kreiskrankenkasse. Sonnenuhr an der Hindenburgstraße. Der Reuschenberger Hof, Ecke Bongartstraße, mit dem Renaissanceportal. Das Aachener Tor. Die Ruhrkaserne am Aachener Tor und das Feuerwehrdepot. Blick in die heutige Straße am Aachener Tor.
der Hexenturm. Die Lederfabrik an der Schützenstraße. Die obere kleine Rohrstraße mit Blick zum Marktplatz. Ein Haus am neuen Friedhof. Die Direktorendienstwohnung am Neusser Platz. Das Gymnasium. Das Krankenhaus. Neusser Straße, Ecke Kleine Römerstraße. Sepuschriner Straße, heute Große Ruhrstraße. Die Linischer Straße, Ecke heutige Berliner Straße. Auf dem Ruhrdamm, eine Ruhrbrücke, das Haus Hesselmann. Der Tingplatz, heute der Ort der Stille. Im Brückenkopf Zoo. Der Rosengarten im Brückenkopf.